Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich war mir nicht sicher, bin rausgegangen nach der letzten Folge, also sprich nach der letzten Aufnahme. Und ihr seht es schon hier unten an, hinter meinem Arm, die wild gestikulierend da unten steht, ist natürlich wieder die, ich vergesse mal ihren Namen, Bera, glaube ich. Auf jeden Fall die von der Kriegergilde, die mir immer wieder auflauert. Die Gilde braucht euch, Kameradin. Bera, wenigstens habe ich es diesmal richtig behalten. Und sie wird uns zur neuen Quest führen. Ich habe eine dringende Nachricht für euch. Was ist los? Elif muss sofort mit euch sprechen. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Sie sah übellaunig aus, also kann es nichts Gutes gewesen sein. Ihr solltet sie so bald wie möglich aufsuchen. Das werde ich. Wo ist sie? Sie wartet auf euch in der Gildenhalle von Knurkar in Schnittermark. Viel Glück, Kameradin. Wurde Sied alle Farben gefunden? Soweit ich weiß nicht. Jedes Mitglied hat die Nachricht erhalten, sie festzusetzen, falls sie irgendwo gesichtet wird. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie Gildenmeister Eisklinge getötet hat. Das Tribunal schütze uns. So, was hat sie gesagt in Schnittermark? Ich habe ausnahmsweise mal aufgepasst und weiß auf Anhieb, wo wir hin müssen. Ich war nur gerade etwas verwirrt, weil hinter mir der Wagen stand. Ich glaube, der bringt uns auch nach Schnittermark. Ich bin mir, also der hier oben ist, ich bin mir aber nicht sicher. So oder so meine ich... Nein, ich habe natürlich keinen direkten Zugang. Okay, wir versuchen es mal mit dem Wagen. Ich hatte natürlich mit jedem Char Zugang auf Schnittermark, auf die Hauptstadt, nur nicht mit dem Char, mit dem ich das Let's Play aufnehme. Das ist... That's life, wie man so schön sagt, ne? Und sie kaufen wir können Platz finden, je nach eurem Ziel. Innerhalb Dominion Schnittermark, genau. Städte sind so lebendig, wechselhaft und unsicher wie die Leute. Manche sind gut, andere sind böse. Manche machen einem Geschenke, andere machen einem die Taschen leer. Danke, Basti, für diesen, geistreiche Aussage. Ich habe mir nur mal kurz den Wegschrein freigelegt, also wundert euch nicht, dass ich erst anders gelaufen bin. So. Elif, Moment, wir werden erst noch mal kurz das Bücherregal lesen und den Rucksack nehmen. Oh, sehr schön, Karotten. Die haben wir sogar mit dem Char auch noch nicht. Das nehmen wir doch direkt mal an. So, Elif. Es ist gut, dass Bera euch gefunden hat, Kameradin. Die hellen Monde wissen, dass Elif froh ist, euch wiederzusehen. Sie würde niemanden sonst bei der heute vor uns stehenden Aufgabe vertrauen. Was sollen wir nur machen? Der Rat hat gesprochen. Sieht alle Farben kehrte nach eurem Besuch in Abagarlas nie in unsere Reihen zurück. Sie ist geflüchtet. Sie ist schuldig. Sie muss getötet werden. Wenn sie bislang noch nicht gefunden wurde, wie werden wir sie dann aufspüren? Ich habe da eine Idee, aber wir müssen uns mit Merrick besprechen. Er ist zur Erdschmiede zurückgekehrt, um die Arbeit am Prismakern abzuschließen. Elif ist bereit, ein Portal zu öffnen, um uns direkt an seine Seite zu bringen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, Elif. Ja, ich bewege mich mal eben nicht, um nichts zu triggern. Ich wollte nämlich kurz darauf hinweisen, dieses Portal, was ihr jetzt hier seht, was in Schnittermark ja entstanden ist, das wird, nachdem wir diese Quest hier beendet haben, für immer da stehen. Das heißt, wenn ihr mal zur Erdschmiede müsst, weil hier könnt ihr ja, ich glaube, 2 Sets machen, dann könnt ihr nach Schnittermark reisen, wenn ihr im Dominion spielt. Ich bin mir nicht sicher, wo es noch ein Portal gibt, aber das müssten dann die entsprechenden Städte sein von eurer Allianz. Und ja, je nachdem, wo ihr dann natürlich das Ganze durchspielt und das Portal auftaucht, da könnt ihr dann auch reingehen. Beziehungsweise ich kann in jedes Portal reingehen. Ich kann alle 3 Portale nutzen von allen 3 Allianzen, weil ich ja dieses Fern der Heimat-Paket damals geholt habe. So, Elif. Wie es scheint, waren wir gerade hier, ja?
Bei Schmiede und Feuer, wir bereiten uns auf den Krieg vor. Ah, ihr hört Merrick dort in der Schmiede. Er hat schon angefangen. Den Krieg vor Augen sind wir bereit zu sterben. Die Prisma-Waffe könnte eine mächtige Kraft gegen Molagbal sein, ja? Den Tod vor Augen tragen wir unsere Klingen. Es ist eine schwierige Aufgabe, die heute vor uns liegt. Einen Kameraden jagen. Bei Stendas Klinge werden wir mit ihnen abrechnen. Ich beginne mit dem Ritual. Meine Freunde, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Ich bin fast fertig. Mein Werk hier ist fast vollbracht. Der Kern wird bald wieder eine Waffe sein. Wirklich? Ich glaube schon, um meine Kameradin. Es gibt nur einen Weg, um es herauszufinden. Ihr werdet diese Waffe in die Schlacht tragen müssen. Die endgültige Prüfung wird erst gegen den Mortuum Viveco selbst stattfinden. Wie lautet der Plan? Zweifelsohne hat Elef euch schon von der Entscheidung des Rates erzählt. Der Generalstab hat Farben zum Tod verurteilt. Sie ist nie in ihre Gemächer zurückgekehrt. Sie scheint den Gildenmitgliedern auszuweichen. Meine Freundin, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Wie finden wir sie? Elef hat einen Plan. Alles, was sie vorschlägt, dreht mir schier den Magen um. Aber wir sind verzweifelt. Sie glaubt, Jofnir könne Farben finden. Dass er sie irgendwie aufspüren kann, weil sie miteinander verbunden sind. Sie denkt auch, dass... Was? Sie denkt, dass Farben sich gegen uns gewandt hat. Dass sie zum Fürst der Lügen übergelaufen ist. Dass, wenn wir sie finden, wir damit auch den Vivicus finden. Genug, meine Freundin. Ehe ihr mit ihr sprecht, muss ich euch eine Frage stellen. Wie lautet sie? Der einzige Lichtstrahl in der Finsternis ist die Prisma-Waffe. Ich kann sie zu jeder Form schmieden, die ihr wünscht. Stenda selbst spricht heute durch meine Handwerkskunst. Welche Waffe werdet ihr führen? Einen Zweihänder, ein Langschwert, einen Stab oder einen Bogen? Ja, ich bin ganz ehrlich, für mich ist es eigentlich egal, weil ich mein Set natürlich behalten werde, weil sonst schwäche ich natürlich meine Werte. Aber in dem Fall ist es natürlich logisch, je nachdem, was ihr spielt, könnt ihr dann dementsprechend etwas aussuchen. Leider könnt ihr keinen Dolch raussuchen, das hätte ich auch gerne gehabt. Dementsprechend müsstet ihr dann halt einen Bogen beispielsweise nehmen. Die meisten spielen ja Dolch und Bogen zusammen. Ich persönlich nehme natürlich einen Stab. Eine gute Wahl, meine Kameradin. So soll es sein. Sprecht mit Elef. Ich werde schon bald ein Geschenk für euch haben. Vielen Dank, Merrick. Lasst uns unseren alten Freund rufen. Er wird wissen, wo sich sein Mörder versteckt. Verdammte Katze, könnt ihr einen alten Geist nicht in Ruhe lassen? Noch nicht ganz, alter Nord. Elef hat noch eine Frage an euch. Wo ist Sieht alle Farben? Wo versteckt sie sich? Ihr wisst, ich kann es euch nicht sagen. Er hält mich gefangen. Sagt es, Elef, oder sie wird euch zeigen, was es heißt, gefangen zu sein. Sie hat den Mortuum Vivicus gesucht. Er ist in den Hallen der Unterwerfung. Geht nicht, Kameraden. Sie ist... Genug, Elef ist der Herausforderung gewachsen. Aber keine Sorge, Jofnir. Sie wird Molagbal wissen lassen, wie hilfreich ihr wart. Die Waffe ist bereit, Kameraden. Nehmt sie vom Amboss und folgt uns in den Kampf. Ist ja einfach schon abgehauen. So, damit ihr das aber auch mal kurz gesehen habt. Ja, sie kann halt nichts, diese Waffe. Also sie verursacht Magieschaden und wir erhalten Leben und Magika und Ausdauer zurück. Sie ist präzise, erhöht also den Crit-Wert, aber sie kann halt nichts. Ne? Sie ist hat kein Set, kein gar nichts. Auf, folgt mir, Jungs. Nicht abhauen, Mann. Ich mach doch nicht umsonst hier meine Bodendinger. Die sind immer gut, die bringen Geld.
Trifft die den nochmal? Wie oft soll ich hier noch den Unterbrecher drücken? Da müssen wir nicht rein. So, das ist offen. Hallöchen, Party sprengen. Hier wird nicht mit Toten gespielt. Zumindest im Moment nicht. Nur einen Moment. Elif erkennt diese Anordnung. Ja, diese Kristalle kontrollieren den Zugang zu dem Raum vor uns. Kameradin, konzentriert euch auf den ersten Kristall. Beim Streitkolben, es hat funktioniert. Kameradin, kommt zu diesem Kristall hier. Merrick, ihr konzentriert euch auf den bei der Tür. Ich habe es. Genau so. Merrick, haltet diesen Strahl. Elif wird den letzten Kristall benutzen, um die Tür zu öffnen. Wir haben es fast geschafft. Dann frage ich mich nur, wie Faden das gemacht hat. Ein Strahl und wir können diese Tür öffnen. Triumph, auf geht's. Sieht alle Farben, muss in der Nähe sein. Weil wir sind zu dritt. Wie hat Faben das dann gemacht, wenn man drei Leute dafür braucht? Genau wie in alten Zeiten, Elif. Bringen wir es hinter uns. Da ist Faben. Lasst mich durch. Ihr müsst Elif aufhalten, bevor es zu spät ist. Faben. Wir wissen es schon. Wir wissen von Jofnir. Ihr wisst was? Nein, meine Kameradin. Meine Freundin, ihr wurdet getäuscht. Habt ihr Jofnir getötet oder nicht? Ich habe es getan, Kameradin. Ich diene der dädrischen Fürstin Meridia. Sie hat mich mit einer heiligen Mission gesegnet. Ich habe die Kriegergilde zu den Waffen gerufen, um Molag Bal zu trotzen. Jofnir wollte nicht auf mich hören. Und da musstet ihr ihn töten? Die Anker waren eine Gefahr für jeden in ganz Tamriel. Ich erhielt Berichte, wonach Kultisten begonnen hatten, Seelen für eine Art Waffe zu ernten. Jofnir wollte nicht auf mich hören. Daher musste ich handeln. Meine Freundin, ich vertraue euch. Genau wie der Rat. Ich lege mein Schicksal in eure Hände. Sprecht mit mir, Faben. Was wollt ihr denn von mir hören? Der Fürst der Lügen ist überall. Er untergräbt Meridias Bemühungen und flüstert uns Dinge ein. Ich habe in Ragnatar versucht, es Jofnir zu erklären, aber er hörte mir nicht zu. Er weigerte sich, auf meine Worte zu hören. Er flüstert uns Dinge ein? Ja. Sicherlich habt ihr die Dunkelheit in Elif bemerkt. Ich wusste es nicht. Zumindest hatte ich keine Gewissheit. Doch ich glaube, sie dient dem Herrn der Lügen und verkehrt mit seinen Schergen. Ihr hättet mit Merrick reden können. Ich weiß, das hätte ich tun sollen. Aber Merrick ist ein Diener Stendars. Ich befürchtete, er könnte mir meine Liebe zur Fürstin verübeln. Als wäre sie genau wie dieser niederträchtige Ränkeschmied Molag Bal. Wer ist Meridia? Eine dädrische Fürstin. Doch sie ähnelt diesem grausamen Monster Molag Bal in keiner Weise. Meridia ist das Sonnenfeuer, die Feindin der Untoten und ein strahlendes Leuchtfeuer für alles, was lebt. Wie sieht ihr Plan aus? Den finsteren Intrigen von Nekromanten ein Ende zu setzen. Das Beseitigen aller Kultisten und der Tod der Daedra. Kurz, der Gott der Intrigen ist ihr ein Greuel. Sie wird dieser Waffe Einhalt gebieten und seine Champions unter ihren Füßen zermalmen. Warum seid ihr hier? Ihr seht es vor euch, der Mortuum Vivicus.
Nach unserer Zeit in Abagarlas wusste ich, dass es unsere wichtigste Aufgabe sein musste, diese monströse Schöpfung zu vernichten. Die Fürstin schickte mir eine Vision mit einem finsteren Pfad durch das Reich des Vergessens. Ich habe all diese Zeit dafür gebraucht. Ist das das gleiche Artefakt, das wir in dieser Vision gesehen haben? Ja, aus Tamriel weggerissen. Just in jenem Augenblick, da die Aileiden es vernichten wollten. All diese Zeit lauerte es hier wie eine Bestie in einem Käfig, während Molag-Bal Seele um Seele an ihn verfütterte, um seine unheilige Macht wiederherzustellen. Ich habe entschieden, was zu tun ist. Ich weiß, dass eure Entscheidung gerecht sein wird. Wie habt ihr entschieden? Ehrlich gesagt, gibt es eine Entscheidung, die ich noch nie gewählt habe und die ich jetzt auch nicht wählen möchte, weil ich möchte ja jetzt so wählen, wie ich mich persönlich fühle, sage ich jetzt mal. Und das ist die erste. Ich habe sie noch nie sterben lassen. Falls irgendeiner von euch da schon mal Erfahrung mit hat, was dann eigentlich passiert, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil da habe ich wirklich null Plan von. Ich habe natürlich immer gesagt, eure Sache ist gerecht, bringt sie zu Ende und dann geht. Idiote, muss ich denn alles selber machen? In Molag-Bals Namen sterbt! Ich dachte, da kommt man. Bei der Gnade des Meisters beschwöre ich diese Schriften. Mögen sie mich mit seinem Zorn stärken, um meine Feinde zu zerstören. Ich kann seine Kraft nicht spüren. Diener Molag-Bals, hört meine Worte und besiegt. Läuft der hin? Ihr könnt den Streitkolben des Meisters nicht entkommen. Und wieso hat er nur einen Streitkolben? Wieso hat er nichts Vernünftiges? Ein Schwert oder so? Ach nee, hier muss man die zumachen. Da oben war noch einer. Die brauche ich gar nicht anzugreifen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sich dann wieder auflösen, wenn ich die auf dem Weg angreife. Aber jetzt wollen sie gar nicht mehr kommen, oder was? Das passiert wenn nämlich, wenn ich unterwegs angreife. Das, was jetzt gerade passiert ist. Dann resettet er sich irgendwie und kommt wieder nach hier. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich die hier oben töten, damit ich dann auch entsprechend oben das Ding schließen kann. Weil ich habe auch schon mal hier unten die Leute getötet und die kamen dann einfach wieder raus. Also das war etwas seltsam. Ich weiß nicht, ob das verbuggt war, eventuell zufälligerweise. Aber ich denke mal, das liegt daran, dass man... Merrick, bist du gestolpert? Der Wille des Meisters wird erfüllt. Ich denke mal, es liegt daran, dass man hier quasi Opfer bringen muss, damit wir diesen Quellkristall bekommen. Ich persönlich um euch kümmere. Elif, du willst dich um uns kümmern? Du kleine Katze? Eine Gunst für meinen Diener. Ups. Erhaltet meine Kraft und zerstört. Elif. Elende Versagerin! Ihr seid meiner Geschenke nicht würdig! Tja. Kameradin, ihr habt es geschafft! Ich bin frei! Befreit von Ragnthars Barriere und den Fesseln dieser dunklen Katze! Warum seid ihr hier, Jofnir? Ich bin hier, um euch zu beschützen, Kameradin! Und um euch dabei zu helfen, diese Aufgabe zu Ende zu bringen! Ihr müsst diese Abscheulichkeit... diesen Mortuum Vivicus vernichten. Was soll ich tun? Werft die Waffe in die Mitte des Konstrukts. Damit findet Molag-Bals finsterer Plan ein Ende. Habt keine Angst. Ich werde euch beschützen, meine Kameradin. Ich werde das erledigen. Ihr habt's geschafft, Kameradin. Ich darf mich aber nicht bewegen. Ich werde euch den Weg nach Hause erleuchten.
Ihr habt euch gut geschlagen, meine Freundin. Der Motto um Vivikus wurde zerstört. Vielen Dank für eure Hilfe, Jofnir. Es war mir eine Ehre, die Gilde zu retten, der ich mein Leben lang gedient habe. Der Rat hat sich jetzt zusammengefunden. Ihr solltet mit ihm sprechen. Sofern Herr Gruber sich seit meinem Tod nicht sehr verändert hat, wartet sie nur höchst ungern. Das mag sein, aber sie muss halt auf uns warten. Wir sind noch im Kampf gewesen. Die haben hier auf der faulen Haut gelegen. Kameradin, es ist gut, wieder mit euch zu sprechen. Danke, Gräfin. Bera erzählte uns von Elifs Plan, Sid alle Farben zu jagen. Ich sehe, dass Merrick und der Geist von Jofnir Eisklinge euch begleiten. Sagt es uns, damit wir alle und die Acht es hören. Was ist geschehen? Merrick, Elif und ich reisten ins Reich der Vergessenen. Des Vergessens, um Sid alle Farben aufzuspüren. Um ihr Urteil zu vollstrecken. Um sie für ihre Missetat zu bestrafen. Und dennoch stelle ich fest, dass sie noch gesund und munter ist. Warum ist dem so? Sie hat ihr Verbrechen gestanden, aber sie hat mich davon überzeugt, dass ihre Sache gerecht war. Im Ernst? Gerecht? Der Mord an einem tapferen und fähigen Anführer war gerecht? Was für Worte hat sie wohl gefunden, um euch davon zu überzeugen? Sie ist eine Priesterin Meridias und trachtete nur nach der Vernichtung des Mortuum Vivicus. Ich verstehe. Ich kenne Meridia als Feindin des Todes in ganz Tamriel. Als ein Licht in der Dunkelheit. Und dennoch. Nun gut. Wir werden uns gleich um sie kümmern. Wo ist die Khajiit? Wo ist Elif? Sie hat versucht, uns zu töten. Sie war eine Anhängerin Molag Baals. Ich habe sie erschlagen und den Vivicus vernichtet. Noch mehr Verrat. Ich wusste schon seit Jahren, dass sie mit gespaltener Zunge spricht. Aber der Herr der Lügen. Ihr habt die Gilde von einer üblen Verderbnis geläutert, Kameradin. Wir sind euch Dankbarkeit schuldig. Was ist mit Merrick? Er war an alledem unschuldig. Ihr müsst euch nicht um Merrick sorgen. Wir sind schon zu einer Entscheidung gelangt, was ihn angeht. Aber sieht alle Farben. Kameradin, für gewöhnlich würden wir es einer Daedra-Anbeterin niemals erlauben, so dicht bei der Führungsebene der Gilde zu bleiben. Doch dies sind schlimme Zeiten. Sie hat nur getan, was sie für richtig hielt. Lasst sie der Gilde dienen. Ich räume es nur mit einigem Widerwillen ein, aber ich glaube, ihr habt recht. Und ich glaube, ich weiß schon, wie sie uns zu Diensten sein kann. Wenn ihr so frei wärt, Kameradin, dann kommt an meine Seite. Wir haben einige Angelegenheiten zu erledigen. Wie ihr wünscht, Gräfin. Sieht alle Farben. Präsentiert euch dem Rat. Der Rat hat entschieden, dass wir den Vertrag zur Bekämpfung der Daedra respektieren werden. Meridia sorgt durch ihre weltlichen Diener weiter für Geld. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass ein Mörder Gildenmeister bleibt. Ich verstehe. Wir haben entschieden, euch einen neuen Titel zuzuweisen. Das Licht der Gilde. Ihr werdet den neuen Gildenmeister in allen Belangen der Daedra für den Rest eures Lebens beraten. Buße für das Blut an euren Händen. Hab Dank, Gräfin. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid entlassen. Merrick, präsentiert euch dem Rat. Merrick Atasvala, in Anbetracht eures Dienstes für die Gilde, in Anbetracht eures guten Urteilsvermögens und tapferen Herzens, können wir uns keinen vorstellen, der besser geeignet wäre. Ihr, Merrick, seid der neue Gildenmeister der Kriegergilde. Es obliegt euch, die Vollendung des Vertrags zu überwachen, der von Sid alle Farben etabliert wurde. Seid vor den Kräften Molag Baals auf der Hut. Die Gilde ist ein Schild, eine Bastion für die Bewohner Tamriels. Handelt weise. Ihr seid so ruhig, Merrick. Was habt ihr zu all dem zu sagen? Ich danke euch, Ratsmitglieder. Ich akzeptiere diese Position mit Ehre und Anstand. Ich schwöre bei meinen Vorfahren, ich werde euch nicht enttäuschen. Nun, Gildenmeister, bitte bringt unsere Freundin hinaus. Wir haben viel zu besprechen und wenig Zeit zur Planung. Kameradin, viel Glück auf euren Reisen und wir freuen uns auf unser nächstes Treffen. Kommt, Kameradin, ihr könnt nichts Gutes bewirken, wenn ihr euch in dieser Schmiede versteckt. Auf in den Kampf! Das heißt hier verstecken, hallo? Das war gerade ein Ritual.
Ich glaube, der sagt aber nichts mehr, oder? Da können wir eigentlich überholen. Ich darf nur nicht zu schnell laufen, weil sonst kommt er wieder nicht mehr mit. Merrick, schaffst du das noch, alter Mann? Der ist genauso langsam unterwegs wie Basti. Beides alte Männer, die sich nicht mehr bewegen können. Sprecht einen Moment mit mir, meine Kameradin. Wer hätte schon ahnen können, dass wir hier nun so stehen, meine Freundin? Ihr habt ein Artefakt des Fürsten der Lügen zerstört. Ich bin der neue Anführer der Kriegergilde. Mein Glückwunsch, Merrick. Bei Stendas schweißigem Schwertarm. Ich tue mich immer noch schwer damit, das alles zu begreifen. Elif ist tot. Und sie war eine Dienerin von Molag Bal. Und sieht alle Farben. Haben wir das Richtige getan? Ich versuchte nur, das Richtige zu tun. Und niemand zwingt euch, sie zu vergessen. Ja, da habt ihr recht. Aber Elif war meine Freundin, Kameradin. Ich kannte sie schon seit... Wisst ihr, wir haben immer Witze darüber gemacht, was wir tun würden, wenn wir die Anführer der Gilde wären. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen soll. Nun, was wollt ihr denn machen? Habt ihr eine Lieblingstaverne? Ha! Jetzt, meine Freundin, werde ich mich ausruhen. Was morgen kommt, kommt morgen. Und nur Stendar weiß, welche Herausforderungen uns bevorstehen. Fürs Erste werde ich mit dem Rat sprechen und für dieses morgen planen. Gibt es sonst noch etwas, bevor ich gehe? Ja, in der Tat. Ich werde dafür sorgen, dass der Weg zur Erdschmiede von jetzt an für euch offen bleibt. Ich habe festgestellt, dass Ausrüstung, die hier gefertigt wurde, oft über besondere Eigenschaften verfügt. Das könnte euch gelegen kommen. Viel Glück, meine Freundin. Vielen Dank, Gildenmeister. Ja, und um das nochmal kurz deutlich zu machen, also wenn man hier durchgeht, da ist ein Set, wo ihr hin könnt. Und ich bin gerade am gucken. Das zweite ist, glaube ich, wenn man irgendwo hier durchgeht. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich finde es gerade selber nicht. Es war auf jeden Fall hier, wenn man hier draußen... einsehbar. Ich finde es gerade nicht, das zweite. Aber ihr werdet es schon finden. Die große Zeit der Unruhe in der Gilde ist vorbei. Ihr habt euch gut geschlagen, Kameradin. Jofnir, was macht ihr hier? Ich bin auf dem Weg nach Sovngarde und den Hallen von Iskramor. Doch bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch ein Geschenk machen. Die Prisma-Waffe. Ich habe sie von dort geborgen, wo der Mortuum Vivicus zerstört wurde. Ich fühle mich geehrt, Jofnir. Ihr seid eine wahre Heldin der Gilde, Kameradin. Ihr verdient nicht weniger. Zudem wurde die Waffe aufgelöst, als der Vivicus verschlungen wurde. Sie ist wieder in ihrer Urform. Ich kann sie euch in jeder Form zurückgeben, die euch beliebt. Was sagt ihr dazu, Kameradin? Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen wieder einen Stab, wenn ihr so freundlich wärt. Kameradin, ich werde sehr müde. Meine Zeit hier auf Tamriel wird schon viel zu lang. Ich breche jetzt zu meinen Ahnen auf, um in den Hallen jener zu schmausen, die mir vorangegangen sind. Ich gehe in dem Wissen, dass die Kriegergilde in besten Händen ist. Und ich weiß noch, als ich das mit meinem allerersten Char durchgespielt hatte, wie ich hier gestanden habe und gedacht habe, oh, ein Set-Teil und dann noch in Lila, das ist ja cool. Ja, allerdings ist es natürlich kein so überragendes Set. Also es handelt sich um Orknums Schuppen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Wodurch ihr Lebensregeneration erhaltet, maximales Leben zweimal und solange ihr weniger als 60% Leben besitzt, ist eure Lebensregeneration und die physische Resistenz erhöht. Kann man für einen Tank recht gut benutzen, natürlich nicht als Flammenstab, aber es ist jetzt nicht das Megaset, was jetzt so super toll ist. Und wir haben eine lilane, diesmal wahrlich prächtige Glyphe der Ausdauer erhalten. Es gibt immer etwas Neues zu lernen.
Ja, das ist ein toller Spruch und irgendwie kann ich mich hier nicht so hinstellen, dass man mich vernünftig sehen kann. Deswegen mache ich einfach aus mir die neue Madonna oder so. So kann man zumindest mein Gesicht wieder besser sehen. Ja, das war dann auch das Ende der Folge und damit dann auch das Ende der Kriegergilde. Das hört sich so seltsam an. Das ist natürlich nicht das Ende der Kriegergilde, sondern das Ende der Questreihe der Kriegergilde. Und laut meinem Plan, den ihr übrigens auch auf unserem Blog von diehungrigenwölfe.wordpress.com anschauen könnt, unter den Tipps steht es, glaube ich. Da habe ich eine Übersicht. Ich habe ja auch ein Video auf Alpha-Wölfin hochgeladen. Da habe ich eine Übersicht, wie ihr das Ganze in welcher Reihenfolge am besten spielt. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, dann werden wir in der nächsten Folge in Karkstein weitermachen. Weil ich spiele die Sachen so, wie die ja sozusagen rausgekommen sind. Und Karkstein wäre jetzt das nächste, weil das erste DLC, was rausgekommen ist, war dann, glaube ich, Frodgar. Entsprechend, ich glaube, ich habe vorher mal irgendwann gesagt, dass wir wahrscheinlich nach Frodgar gehen. Entsprechend muss ich diese Aussage revidieren und sagen, dass wir erstmal nach Karkstein gehen in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.